Es ist wieder Storyzeit, auch wenn gar keiner erzählt wird. Naja, okay. Bodo erzählt uns eine Geschichte und wir machen den Steilhang. Ich bin ein ganz mieser Geschichtenerzähler. Echt? Ja. Das ist ja traurig. Muss ich mich hier jetzt einfach mal outen. Schweinerei. Oh, was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Ach, da kommen Fliegeviecher raus. Ehrlich jetzt? Ach du Scheiße. Ja. Ja, oh, ja, Mike. ja. Aber nur geilen Fledermäuse, die sind nicht so schlimm. Erdelementar Ogre, schwere Orkrieger, Kobolde, das ist nicht so wild. So, der Zwerg kommt erstmal raus, der ist scheiße. Von wo kommen unsere Freunde denn jetzt hier? Auch wieder von zwei Seiten. Ja. Pfeile, Spucker mal mitnehmen. Welche Seite hätte der Herr denn gern? Muss man erstmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Kann ich die hier überhaupt hinbauen? Hä? Sie kommen von der Seite und von oben. Boah. Ja, es wird hart. Boah. Es wird tatsächlich hart. Okay. Was geht denn eigentlich? Ja, Sprungfallen sind echt geil. Weil du. Ups, nein, ich will zurücknehmen. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss doch erstmal G drücken, Meister. Ich hab da noch gar nichts gemacht. Ich wollte nur sagen, ich bin noch nicht bereit. Also du baust da jetzt unten, oder wie? Ich baue schon eigentlich jetzt hier recht spät erst. Obwohl, hier könnte ich schon bauen. Kann man hier die... Ja, okay, das geht ja jetzt in dem Teil. Das geht jetzt hier, Gott sei Dank. Nein. So. Ja, jetzt bin ich bereit. Mal gucken, was das kann. Wow. Was schießt denn du da so wild? Das ist die Armbrust und die ist verdammt geil. Du hast die Armbrust jetzt wieder. Wie in guten alten Tagen. Ja, man kann sogar gedrückt halten. Dann streut sie aber ziemlich. Und jeder Kopfschuss macht mehr Schaden. Aber es gibt keinen Direktkill bei Kopfschuss. Nicht? Nee. Also gibt es nicht den legendären Kopfschuss. Oh doch, Kill. Es gibt doch Kopfschuss. Okay, cool. Das ist natürlich schon sehr einfach, weil das sehr viele sofort killt. Und du kriegst, wenn du Kopfschüsse machst, kriegst du Mana wieder. Okay, ist ja abgefahren. Wobei das Mana halt dann auch nicht immer so geil ist, wenn für mich wäre. Ja, aber du kannst dann mit deinem Betäubungsdings zumindest einen großen Gegner, also gegen einzelne große Gegner, ja. Geil. Wenn du die permanent mit Kopfschüssen. Ja, ja. Hier, du sag mal, was ist mit den Fliegern? Keine Ahnung, hatte ich keinen Bock. Ja, hab ich gemerkt. Ist jetzt halt einer durchgekommen. Ja, dann machen wir nochmal. Da haben wir nicht aufgepasst. Schande über uns. Jep. Da haben wir nicht aufgepasst. Okay, gut, nochmal. Alles halb so wild. Hör, jetzt habe ich irgendwie weniger Geld als vorher, kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Hä, ich kann jetzt auch weniger bauen als vorher. Seltsam. Egal, bin bereit. Seltsame Kiste. Ja, dann kommt mal her, ihr Fliegeviecher. Brauchen ja jetzt eh erstmal. Du kannst sie halt übelst gezielt fertig machen, das ist halt endgeil. Ja, ist schon wieder eine Umgewöhnungssache, muss ich sagen. Also. Aber manchmal hat man noch einen, machen wir einfach Luck-Headshots. Finde ich auch nett. Achte ein bisschen auf die Flieger. Ich glaube, da kommen gar keine mehr. Nee. Also, die Armbrust geht diesmal aber wesentlich weiter auseinander, also. Also nicht mehr so easy.
Geht. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht drauf. Okay. So, also meinetwegen kann es losgehen. Ja, wir haben gar keine andere Wahl. Da müssen wir wohl durch. Kommen auch erstmal nur bei dir. Ja. Ich kümmere mich um die Flieger. Sehr easy. Sehr geil, wie die einfach wegfliegen. Das funktioniert echt prima. Also entweder bin ich besoffen oder es ist bei weitem nicht mehr so einfach, wie es mal war. Die Fliegeviecher geben immerhin gleich 17 Gold, das ist schon ganz geil. Pass auf, da kommen Kobolde. Ja, ich arbeite. Boah, oh. Da kommt noch einer. Alter, ich hab ihn. Keiner durchgekommen. Alles gut. Und tschüss. Da fliegen sie. Oh, von beiden Seiten dürfte es interessant werden. Oh ja. Ich glaube, so Sprungfallen darfst du bei mir auch einsetzen, wenn du mal irgendwie Geld über hast. Geld über ist leicht gesagt. Ich glaube, der Stab ist, den finde ich doch geiler als die Armbrust. Okay. Hä, wie viele kommen denn da? Oder ich muss mich einfach nur wieder ein bisschen einschießen, ich weiß es nicht. Alter, du hast ja hier 6 von den Teilen. Das ist ja endkrass. Naja, die springen halt einmal hoch und dann brauchen sie erstmal wieder einen Moment, also. Ja, das ist schon jetzt, geil. Wäre jetzt mit dem Dings ein bisschen geiler gewesen. Wenn du das jetzt noch die. Wenn du das. Ja. Aber wenn du das jetzt noch die Treppe runter machst, dann kommt ihr hier überhaupt gar keiner mehr durch. Kann man die nur auf die Treppe setzen? Oh ja. Kriegen die überhaupt. Hä, stand hier nicht gerade neue Welle? In so und so viel? Komisch. Gibt es überhaupt Geld, wenn du die da runter wirfst? Ja, okay. Vermute, ich weiß ich nicht. Ja, ja. Und nur 7 ja. Gold. Na gut, das sind ja auch die Schwachen. Jetzt hat, Alter. 3000, naja, schon mal besser. Ich hab nur 2500. Die Dinger kosten 700, das heißt, ich kann 4 bauen. Und gar nicht 3. Soll ich das voll bauen, so soll ich die Dinger hinbauen? Ja, so wie bei dir, hier so an den Rand. Jetzt schmeißt er sie aber, glaube ich, alle oben an die Wand. Ja? Nee, okay, geht. Na, da war nur ein großer wahrscheinlich hängen geblieben. Sehr nice, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden hier mit der Armbrust. Scheiße. Ich werde auf jeden Fall wieder auf den das andere Ding wechseln. Das Versteinern ist einfach geiler. Na, dann weißt du es fürs nächste Mal. Wir haben Ogre. Das ist nicht gut. Und du musst die Dinger bei mir um 1 verumsetzen, also 1 nach vorne. Ist mir ja sicherer. Ja, machen wir, wenn wir das hier schaffen. Kommst du klar? Ja, also gegen die Ogre ist es natürlich geil. Die haben einen dicken Kopf. Ja, die sind sofort down. Das war beim Einser auch so. Nice. Nicht auf jeden Fall, aber. So, jetzt können wir in aller Zeit, in aller Ruhe umbauen. Ich habe 4100 im Übrigen. Ja, ich kann sein, dass ich bei dir da jetzt mal ein bisschen was bauen muss, weil du hast ja so viel von den anderen Dingen ausgegeben. Oder? Keine Ahnung. Ich baue dir jetzt mal hier was hin. Für den Fall, dass sie hier runterkommen, baue ich dir auch noch hier eine Sicherheitsschiene hin. So, übertreiben kann ich es nicht, aber. So.
Das sieht doch ganz herrlich aus. Alter, du verlässt dich echt voll auf die Teile. Ja, die rocken schon ziemlich. Krass. Aber wenn man so viele hat und wenn die sich recht schnell zurücksetzen, dann ist das eigentlich in Ordnung. So, von beiden Seiten in der Luft, von beiden Seiten. Oh, wo ist das Zielwasser? Ist kein Bier neben dir stehen? Nee, steht traurigerweise auf meinem Bett. Ist traurig. Oh, ey. Wir kommen noch alle ganz gut klar, nehme ich an. Ja. Ist nicht wild hier. So geil, wenn die Erdelementare zu springen, klingt das immer, als würde irgendjemand beim Bowling die Kegels umwerfen. Also ich komme hier prima zurecht. Keiner durchgekommen. Nö. Nee. Das war easy, muss ich sagen. Geld stimmt auch. Kann mich gerade nicht beschweren. Ja, das genieße ich jetzt mal ein bisschen. Schauen wir also das bei dir da an, die wie die alle wegfallen. Rocken in dem Level eigentlich schon ziemlich. Ja, weil sie halt sofort im Abgrund sind. Alter, bei dir sieht es so witzig aus. Tschüssi! Die ja, kommen bei dir. Auf der Minimap ist es geil, weil die einfach. Und weg sind sie. Vor allem, die haben echt keine Chance bei dir. Die ganze Brücke voll ist. Bei mir kommt im Übrigen auch kein Mensch vorwärts, also ich habe hier auch die Ruhe weg. Mach nix selber gerade. Nicht einmal geschossen die Runde. Na, beim Ogre werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen anfangen müssen. Sehr geil, wenn du zwei Ogre bezierst, dann bekämpfen sie sich trotzdem noch gegenseitig. Das ist ja Weltklasse. Oh, ich liebe die Sprungfallen, wirklich. Es ist. Hier macht's gerade unheimlich viel Spaß. Ja. Echt mega praktisch bei dir, bei dem Level gerade. Wie du einfach hier unten stehen kannst und die Gegner einfach wegfliegen. Ja, genau, kannst du einfach voll zugucken, ne? So, ich baue jetzt hier noch ein paar Bodenflammen hin und dann hat sie das Ding hier eh erledigt. Jetzt kann ich wirklich mich erstmal entspannt zurücklehnen und bei dir ein bisschen zugucken. Ja, jetzt kommt schon wieder Flieger. Ja, und wenn schon. Ich chill mir hier einen Ast. Ich könnte da hinten auch noch Teile hinbauen, damit die Flieger... Obwohl... Oh ne, ich glaube, das haut nicht hin. Ganz ehrlich, vor den Fliegern habe ich ungefähr überhaupt gar keine Angst. Genieße das Schauspiel. Hey! 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 Die sind voll. Die gehen zur Party. Ja, die gehen zur Party. Ein Erdelementar ist durchgekommen. Das ist eine Schweinerei. Oh, jetzt geht's hier aber rund. Das klingt, jetzt wird ein Pinsel umgeworfen werden. Ansonsten haben die wir hier auch keine Chance. Ja, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die Erdelementare sind zu fett. Die bewegen sich gar nicht. Aber bei mir muss ich ja eh nicht arbeiten. Die sind natürlich unbeeindruckt von der Sprungfalle. Ich bin allerdings auch ziemlich unbeeindruckt von denen.
dann ist ja alles in Ordnung. Oh, bei mir hat es auch ein Erdelementar durchgeschafft, noch nur so ein kleiner. Da lache ich doch. Das dürfen wir nochmal komplett aufbauen und kriegen 4700. Was tun mit dem Geld? Ernsthaft? Geld kann kein Mensch verwerten. Na doch, ich kann schon verwerten. Die werden nicht einen Meter weit kommen. Also wenn die hier ohne fremde Hilfe noch durchkommen, dann weiß ich auch nicht. Also meinetwegen kann es losgehen. Vollgas. Genau, jetzt noch um die Flieger kümmern und dann ist gut. Ja, auch nicht viele. Oh ey, ich schieß wie so ein Blinder, wirklich. Na gut, und vielleicht sollte man sich um deine Erdelementare noch kümmern, weil die kommen natürlich bei dir durch wie... Ja. Sonst wer. Aber auch nur die. Ja. Und meine Erdelementare kommen auch immer noch durch. Och, sogar ein normaler. Wer hat denn das geschafft? Noch einer, ja, jetzt geht's aber los, wie sie durchkommen. Die Schweine. Ja, es ist fast ein bisschen nervig, die laufen. Oh, ich habe meine Flieger aus Acht gelassen. Bin schon für dich da. Warum drück ich denn den Knopf? Die Flieger sind so harmlos. Vor allem Schweine langsam. Lächerlich. Lächerlich. Das war noch gar nicht. Wieder 3000. Das war noch gar nicht die letzte Welle. Nee, das war nicht mal die vorletzte, Junge. Boah, da kann ich hier alles vollbauen mit meinen. Ich kann auch noch hier vollbauen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Das ist krank. Wo kommst du her, Oger? Warum? So, ich will, dass hier keiner durchkommt. Warum versuche ich eigentlich meine Armbrust mit R nachzuladen? Geil, ey, die verrecken hier alle am laufenden Band. Also ich glaube, da merkt man schon, wie geil meine passive Fertigkeit ist, wie viel Geld wir kriegen. Durch die ganzen Viecher. Und dann sind ja die Loren auch noch. Krank. Das war lächerlich. Das war ja lächerlich. Ich habe so viel Geld und ich weiß nicht, wohin damit. Weltklasse. Nee, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch was brauchen soll. Letzter Level. Ganz ehrlich, die können jetzt hier alleine ihr Ding machen. Ich kümmere mich nur noch um die Flieger und der Rest. Ich bewege mich jetzt keinen Meter mehr. Alter, die sterben, die kommen hier noch nicht einmal die Brücke, diese Schräge hoch. Sterben da hinten alle schon, weil ich da auch ungefähr 18 Sänger habe. Und die sind mittlerweile übelst mächtig. Aber warte ab, es kommt wieder so ein Level, wo wir dann uns blöd angucken werden. Warum? Ich verschätze mich immer mit der Entfernung dieser Ogre. Die treffen mich dann doch immer noch. Wie gesagt, ich bewege mich keinen Meter, meine Dinger sterben von alleine. Fliegeviecher kommen auch keine mehr.
Na, jetzt kommt welcher hoch. Komm, kommt einer hoch? Ah ja, wieder das Erdelementar, war ja klar. Alter, wie sie bei dir fliegen. Ja, das macht schon ziemlich Synchron, Spaß. Synchronsterben. Das war's. Nee. Bereits die Hälfte geschafft. Oh, wir haben die Hälfte aller Level schon. Das muss 5 Sterne geben. Jawoll! Das war ja auch einsame Spitze. Oh, die Felsbrocken. Plus 6 Bonusschädel. 11. Wir waren super schnell. Ich habe 61%. Oha, okay. Neue beste Treffer-Serie habe ich gekriegt. 1000 weitere getötete Gegner. Ah. Wie viele Gegner haben wir denn hier getötet, ey? Keine Ahnung. Fast 1000, gell? Alter, 900 Gegner. Perfekter Kumpelsieg. Ja, weil wir beide nicht erwischt wurden. Und was haben wir bekommen? Die Felsbrockenrutsche. Ach, das ist das Ding, was da oben immer von alleine hängt. Ja, richtig. Das musst du abschießen und dann lässt es Felsbrocken. Okay, das tangiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Ziemlich peripher. Ich habe 23 Schädel und ich werde sie weiterhin für meine Bogenschützen aufbewahren. So okay, und nicht anders. Am Ende kriegst du die nicht. Am Ende gibt's sie erst zum Ende. Ja, ja, aber du musst sie noch über einen speziellen Weg freischalten. Ja, ganz besonders. Keine Ahnung, ich will sagen, das waren jetzt wieder 2 Story-Level und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem Classic-Level, ne? Ja. Wunderbar, ich freue mich drauf, haut rein. Schön. Schön.